Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ich muss ein bisschen die Einstellung anpassen, denn es ist irgendwie ein wenig laut, oder? Ja, mal gucken. So, passt es? Na, jetzt ist es irgendwie ein bisschen leise. So müsste es aber passen, oder? Ja, auch nicht so richtig. Aber so? Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, weil es war sonst der Sound ein bisschen überdreht jetzt in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas war da nicht so ganz in Ordnung, aber jetzt scheint es wieder etwas besser zu funktionieren und das gefällt mir doch etwas mehr. Ja, auf jeden Fall. So, switchen hier, den können wir auch aufnehmen. Wunder, welchen auf Direwolfer liegt letztes Mal. Ja, war das episch, oder? Ja, das hatte was. Und jetzt wieder auf zum Baum suchen. Zum epischen Baumgesuche. Beziehungsweise haben wir eigentlich genug? Ich muss jetzt nur Stein holen. Das heißt, oder Sand. Oder haben wir jetzt genug? Na egal, ich hole erstmal genug Sand. Genau, vielleicht schaffen wir noch ein Level up. Ich glaube, es wird auch wieder Nacht, wenn ich das hier so sehe. Na egal, erstmal Sand holen. Erstmal Sand holen, richtig. Genau, fleißig weiter klopfen. Und dann gucken, dass wir vielleicht dann wirklich diese Stachelbarrikaden fertig bekommen und eine Mauer oder sowas mal bauen können. Mit einem großen Tor. Irgendwie müssen wir mal ein großes Tor basteln können. Damit wir... Das muss ich schon wieder zurück. Damit wir auch mal einen Dino zähmen können, der nicht gleich dann irgendwie drauf geht. So, Fasern und Beeren, sehr gut. So, ein bisschen Fleisch haben wir ja. Zum Glück halt. Ich habe da Sand gesehen. Zumachen. Da hinten, guck mal, was da los ist. Tja, gut. Ich brauche Stroh und... Ah, zum Glück habe ich noch genug. Sehr schön. Ha, herrlich. Gut, dann packen wir das mal wieder weg. Puh, bin ich aber beruhigt. Ja, damit kann ich jetzt nichts anfangen, ist egal. Also mal schnell das hier rein. Das können wir auch schon mit dazu werfen, brauchen wir eh nicht. An der Stelle. Genau, und dann gib ihm fleißig hier. 19 Punkte haben wir noch, wir hätten jetzt irgendwas aufheben wollen. Aber gut, ich muss jetzt hier stehen bleiben, weil ich unbedingt die Erfahrungspunkte haben möchte. Auch wenn es nicht viel ist, aber... Wir wissen ja, jedes kleine bisschen zählt. Genau. Ich frage mich bloß, wie der sich hierher verirren konnte. Der muss dann neu gespawnt sein. Das ist halt die Gefahr, wenn wir uns so weit wegbewegen. Mal gucken, wie spät ist es. Ach, gerade wieder Tag geworden. Stimmt. Aber wie gesagt, das ist das Problem, wenn es halt, wenn wir so weit weg sind, weil dann kann es halt auch durchaus sein, dass die Viecher bei uns in der Nähe spawnen. Also, dass da ein neues Tierchen auftaucht. Und uns das Leben zur Hölle machen will. Help, alles schon geschehen. Haben wir eben erlebt, ne, wie das geschehen kann. So. Kurz gucken. Erstmal Überblick verschaffen. Das ist so ein Sprintersaurier. Da oben läuft irgendwas. Da ist es gerade. Da. In diesem Busch. Ich weiß bloß nicht, was es ist. Da unten läuft so ein kleines... Eine Ameise? Ja, sieht mir so aus. Gut, okay, dann können wir hier runter. Dann können wir dieses eine Viech platt machen, was hier unten läuft. Wenn ich es denn... Da ist es. Du siehst niedlich aus, ich weiß. Es tut mir auch voll leid, aber... Aber ich muss das leider tun. Wo ist es jetzt hin? Oh, ich hasse das, wenn er das tut. Er schmeißt die Viecher immer so weit weg. Mega ätzend. Ja, ich finde das auch sehr nervig, ehrlich gesagt. Bleib bloß weg. Das ist gemeingefährlich. Also, wo ist das hin? Ach komm schon, echt. Ich habe es doch gerade erlegt. Das ist meins. Na, klasse. So.
schon echt jetzt? Oh, das gibt's nicht, ey, dieses Mistviech. Ah, ich hab's vergessen. Aber wir sind ganz gut damit, ne? Ja, würde ich auch sagen. So, mal gucken, ob wir den hier vielleicht betäuben können. Ah, der rennt weg. Interessant. Ich hätte eigentlich gedacht... So, vielleicht ist drauf. Ich hätte eigentlich gedacht, der greift uns an. 27 Punkte ist nicht viel. Ah, müsste eigentlich gleich down gehen, hoffe ich. Na komm schon, los. Im Video wurde der mit einem Treffer platt gemacht. Ah. Sehr schön. Das gibt ein bisschen was. Armes Tierchen. Naja, egal. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Sorry. Man kann halt nicht alles haben. Leben, sterben. Ist halt so. Ein fließender Übergang. Und dafür werde ich jetzt gleich wahrscheinlich hingerafft. Für diesen dummen Spruch. Für diese anmaßende Äußerung. Kann durchaus sein, dass die Natur dann hier Gerechtigkeit übt an dieser Stelle. Indem man uns opfert. Wäre möglich, wäre sogar verständlich. An der Stelle. Aber trotzdem hoffen wir, dass dem nicht so ist. Warum auch immer. Irgendwas. Epische Gerechtigkeit. Mitleid. Irgendwas wird man garantiert mit uns haben. So, vorsichtig weiter gucken. Bisher läuft es ganz gut, aber ich will es halt nicht beschreien, ne? Man weiß ja hier wirklich nie, wann, wo mal irgendwie ein weiterer Jäger lauert. Da die echt so schlecht zu sehen sind, aber die uns ja immer Ewigkeiten vorher sehen. Also praktisch, wir kommen in die Ecke, wir wissen noch nicht mal, was da ist, aber die wissen schon, dass wir da sind. So ein bisschen ungerecht manchmal. Na gut, das ist halt der tierische Spürsinn. So. Ich würde gerne noch einen Baum fällen. Dazu schmeiße ich mal diese Steine hier weg. Genau. Dass ich genügend Platz noch habe, um vielleicht noch ein, zwei Bäume mitzunehmen. Und noch einen. So. Sehr schön. Ach, wunderbar, das freut mich. Sehr cool. Dann haben wir, glaube ich, etliches an Holz. Wir sind jetzt nicht mehr die schnellsten. Ich muss noch das bisschen, was ich hier habe, trinken, damit ich nicht gleich verdurste. Papieren futtern, genau. Bisschen Gewicht wieder einsparen, weil wir natürlich langsam sind, so schwer beladen, wie wir jetzt sind. Aber immerhin geht das. Und ich glaube, hier in die Richtung sollten wir jetzt öfters gehen. Austausch schon wieder weg. Auch kein Wunder, so schwer beladen, wie wir jetzt sind. Haben tonnenweise Fleisch dabei und alles. Na, schon gut gelaufen bis jetzt. Jetzt nur sicher nach Hause kommen, das ist eigentlich das Wichtigste. Das Essen. Ich finde so, hier, wo man halt nicht sieht, was links und rechts direkt sein kann, weil hier kann ja wirklich direkt links was sein an der Stelle. Und hier rechts. Das ist so das Gefährlichste, beziehungsweise wenn wir da über diesen Kamm rüber sind und Richtung unser Haus latschen, gerade wo da dieser Tyrannosaurus oder dieses Tyrannosaurus-Pärchen ja immer sich rumtreibt und auch, wie wir gesehen haben, Skorpione und Raptoren, da ist, finde ich das schon gefährlich, beziehungsweise Titanboas und was wir da nicht, und Direwolves, was wir da alles schon hatten, Säbelzahntiger haben wir auch schon mal gesehen. Na, gibt echt bessere Sachen. So, die Ausdauer kann gerne ein bisschen hochgehen wieder. Na, das kommt schon. Erst nochmal kurz was einfach aus Solidarität. Und hoffe, dass ich jetzt das gleich... Ich renne nochmal ein Stück. Katze dreht wieder total durch. Der geht mir auch in letzter Zeit immer auf den Puffer, ne? Wenn er jetzt hier im Wohnzimmer ist, dann dreht er immer megamäßig durch. Aber wenn man ihn dann rausschmeißt, dann dreht er noch mehr durch. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, der weiß nicht so recht, was er machen soll vor lauter Dummheit. Ah, so ein bisschen.
Ich komme schon, regeneriere dich noch ein bisschen mehr. Ich will jetzt schnell dahin sprinten. Ohne dass ich Bedenken haben muss. Das sieht gut aus. Ich glaube, das schaffen wir sogar mit dem Sprinten. Einfach nur schneller sein als der Rest. So. Sehr gut. Schnell was trinken. Ha, dann sind auch alle glücklich. Ach ja, wir haben ja Fleisch dabei. Genau, Zündpulver hatte ich doch noch hier, oder? Ja, hat noch sogar ein bisschen was gemacht. Mann, los, komm schon. Das dauert immer so lange manchmal. Bis dann endlich geswitcht ist hier. So, das müsste auch genügen. Über 100 Holz. Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Da kann man dann wirklich mal was mit anfangen.